Moin Moin Welt, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich auf meinem Kanal und freue mich tierisch, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, ihr Lieben, wer das letzte Unboxing von der Goodiebox gesehen hat, der hat bemerkt, dass ich da schon etwas säuerlich war. Daraufhin habe ich mich dann sehr schnell entschlossen, dieses Abo zu kündigen. Ich habe die Welcome-Box bekommen, ich habe die Box März bekommen und hatte die April-Box schon bezahlt. Deswegen habe ich die jetzt vor mir stehen, die April-Box. Und es wird aber die letzte Goodie-Box sein für mich. Aufgrund gewisser Dinge, die ich ja jetzt nicht wiederholen müsste. Ja, und ich habe das Ganze ausgepackt und dann liegt ja immer so ein Zettelchen mit dabei, wo dann drauf steht, wer diese Box für einen gepackt hat. Und hinten ist dann dieser QR-Code zum Scannen, damit man weiß, was Produkte einen erwarten, die Preise und so weiter. Ein bisschen nähere Beschreibungen. Dieser Code funktioniert nicht. Ja, das war schon mal sehr, sehr schön. Das Ganze ist eine Beauty-Abo-Box, die ich ja, wie gesagt, gerade mal seit 3 Monaten im Abo hatte, die ich eigentlich von den Produkten her die letzten Monate ja, sehr gefeiert habe, sonst hätte ich sie mir auch nicht ins Abo genommen. Und ich bezahle für diese Box plus Versand um die 25 Euro, knapp an die 25 Euro, was ich jetzt echt nicht wenig finde. Gut, die Produkte waren bisher auch immer sehr, sehr gut. Ich war eigentlich immer sehr zufrieden mit den Produkten. Ja, und jetzt habe ich, wie gesagt, meine letzte Goodie-Box für euch hier am Start, die April-Goodie-Beauty-Box. Sie kommt als Schubladenbox daher, was ich auch super toll finde, worum es mir ein bisschen leid tut. Aber gut, jetzt habe ich wenigstens 3 Schubladen. Diesen Monat haben wir ja so eine etwas eher gedecktere Farbe am Start. Und ich bin jetzt mal gespannt. Ich hatte ja bei der Märzbox einen falschen Zettel drin, und zwar diesen hier. Hab den gescannt und das ging auch zu scannen. Wie ihr seht, habe ich mir die Produkte dann damals schon gleich mit dazu geschrieben, damit ich dann die Preise für euch habe und so weiter, die ich euch dann einblenden werde. Ja, und dann machte ich die Märzbox auf. Und was soll ich sagen? Es waren nicht die Produkte drin, die auf diesem Zettel waren. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob das vielleicht der Zettel von der Aprilbox war. Wir gucken einfach mal. So, wir machen das Ganze auf und dann ist der Blick hinein so. Wir haben immer ein Seidenpapier und ein Klebi. Und irgendwas sehe ich doch schon hier an der Seite, was irgendwie nach einer Schweinerei aussieht. Ja, okay, das Papier ist auch völlig zerfetzt. Normalerweise ist es in einem Stück. Und ja, wie ich sehe, ist ein Produkt kaputt gegangen. Und dann auch noch, wie es aussieht, ein Produkt, was mir die ganze Box und die restlichen Produkte eingesaut hat. Schaut mal. Und ich liebe es, wenn Highlighter, Bronzer oder Blushes kaputt gehen, denn dann hat man richtig Geburtstag. Und wie es aussieht, ist der kaputt gegangen. Ja, ich hole mir mal eben Tücher. So, ich habe das einmal überflogen, das Ganze, habe meine Tücher hier. Und wie es aussieht, ist es wirklich der Inhalt von diesem Zettel, den ich schon mal rausgesucht hatte für euch. Also dementsprechend habe ich die Preise auch da, weil der andere Code funktioniert ja leider nicht. Ja, und dementsprechend ist von Sandstone der Bronzer kaputt gegangen. Und der Bronzer ist mit das teuerste Produkt in dieser Box. Also werde ich nach diesem Video mal eine Beschwerde schreiben. Und ja, ich war ja hin und her gerissen, ob ich die Box noch weiter im Abo lassen soll und der noch mal ein paar Chancen gebe. Aber jetzt überzeugt es mich noch mal mehr davon, dass es gut ist, dass ich dieses Abo gekündigt habe. So, das wäre der Bronzer gewesen. Der Summer Bronzer 32 Summer Glow heißt der von Sandstone. Wie gesagt, hier hinten ist es auch noch voll. Und ja, das Ganze, um es euch mal im kompletten Ausmaß zu zeigen, sieht so aus. Fantastisch, oder? Also ich glaube, den kann ich nicht mehr verwenden. Ich könnte mir vorstellen, dass der super toll aussieht und ich werde definitiv einen Ersatz verlangen. Davon könnt ihr mal ausgehen. Ja, erstes Produkt. So, jetzt wischen wir mal weiter. Jetzt nehmen wir mal das nächste raus.
Das ist ein Schimmerspray von Maria Nila. Ja, auch eine sehr, sehr tolle Marke, von der ich bis jetzt auch noch nichts ausprobieren durfte. So, sauber sieht das Ganze so aus. Das Ganze soll Glanz und Feuchtigkeit bringen und ist in einer Reisegröße von 30 ml, ne, glaube ich, waren hier drin. Ja, das Ganze ist vegan und cruelty-free zum Glück. Riechen tut es ganz gut. Ich kann ja mal ein bisschen. Also ihr werdet es nicht glauben. Ich glaube, das Ganze ist irgendwie verflucht. Das kann wirklich nicht sein. Jetzt ist mir mein Handy abgeschmiert. Das habe ich in den ganzen anderthalb Jahren YouTube noch nie erlebt, dass mein Handy abschmiert und nicht mehr aufnimmt. Und ich habe das gar nicht mitbekommen. Deswegen hatte ich jetzt schon ja, zwei Produkte am Wickel gehabt aus der Box. Ich mache das Ganze jetzt einfach nochmal. Und zwar kam nach dem Haarspray kam dieses Face Mist aus der Box gepurzelt. Goodie Box Essentials Cotton Cloud. Das heißt, hier sind Baumwoll, Blüten mit drin und Rosenwasser. Ja, ich hatte das Ganze eben gesprüht. Ich sprühe es jetzt aber nochmal, aber kann euch schon mal sagen, der Sprühstoß ist ein Stoß, kein Nebel. Ich mache es mir jetzt nicht nochmal aufs Gesicht, weil das war nicht so eine geile Idee. Das ist nämlich, wie ihr schon seht, ne, sehr, sehr nass und das Ganze würde ich nur nach der Reinigung aufgeben. Also auf keinen Fall irgendwie nochmal übers Make-up, um da irgendwas zu erfrischen. Also ja, der Duft ist angenehm. Ich habe immer noch leider so eine leicht verschnupfte Nase, deswegen rieche ich das nicht ganz so dolle. Aber ich bin total gespannt darauf, dieses Spray zu benutzen. Ich verspreche mir da irgendwie total viel von, weil es macht so einen sehr, sehr guten Eindruck. Aber wenn ihr das habt und benutzt oder bekommt, wie auch immer, ich würde euch raten, das relativ weit weg vom Gesicht zu halten, sonst hat man da echt so einen Vollstrahl drauf. Genau, Baumwollsamen und Blüten sind hier drin. Das Ganze soll erfrischend sein und ich glaube, für Frühling, Sommer gibt es ja fast nichts Besseres, ne? Ja, dann war ich nämlich gerade auch dabei, das nächste Produkt abzuputzen, was so aussieht. Es handelt sich um eine Handcreme von Zarco Parfüm. Ich weiß nicht genau, wie die ausgesprochen werden. Ich kenne dieses Produkt auch überhaupt nicht. So sieht das Ganze aus. Ich werde die jetzt auch glatt mal aufmachen, weil ich im Moment gerade nicht. Oh, die ist sogar auf. Okay. Hat man auch nicht so oft, dass da kein Nupsi dran ist und dieses Produkt kommt mir gleich entgegengesprungen. Traubenkernöl und Vitamin E soll hier drin sein. Dann schauen wir doch mal. Mal gucken, was ich mit meiner noch verschnupften Nase so riechen kann. Oh ja, oha, wow. Oh, die riecht aber toll. Oh mein Gott, riecht die toll. Da muss ich gleich noch mal ein bisschen mehr nehmen. Also der Duft ist ja fantastisch. Das kann ich nicht anders sagen. Das riecht. Ich kann das gar nicht beschreiben. Traubenkernöl halt. Also die macht ja wirklich einen tollen Eindruck. Wow, tolles Produkt. Ja, das gefällt mich. Das gefällt mir. 50 ml sind da sogar drin, also nicht gerade klein. Und dann gucken wir doch mal, wie das Ganze. Oh ja, das ist auch schon eingezogen. Also ganz tollen, so einen zitrischen, ganz tollen Duft. Also wirklich, das gefällt mir. Die Creme gefällt mir super gut. Also, ja, wie gesagt, ich mag den Inhalt der Goodie Box wirklich. Also, bis jetzt war ich von jedem Produkt wirklich begeistert und schade, dass ich jetzt aufgrund anderer Umstände das ja so entwickelt hat. Ich muss dazu sagen, ich habe das Abo gekündigt und was soll ich euch sagen? 2 Tage später hatte ich die Aprilbox da, die ja jetzt für die Goodie Box, wie man sieht, Mitte April doch relativ früh ist. Früh da ist und sie wurde sogar mit DHL geliefert. So, jetzt ist das Handy das zweite Mal geschmiert. Also,
Ich weiß nicht, was hier los ist. Wir versuchen es jetzt nochmal. Dritter Versuch, dritter Teil sozusagen. Aber ich schneide das ja eh zusammen, von daher, ne? Es bringt mich nur jedes Mal so richtig schön raus aus dem Konzept. Auf jeden Fall war ich ja gerade am Erzählen, dass ich mich ein bisschen beschwert hatte, auch, dass sie immer angeben, das Ganze wird mit DHL geliefert. Nicht umsonst habe ich auch eine Packstation, ne? Damit ich immer jederzeit dann an die Sachen ran kann und nicht so auf die Post angewiesen bin. Und was war? Es kam immer mit GLS. Und GLS hat so eine blöde Packstation oder so einen blöden Paketshop. Da komme ich so doof hin, muss immer Parkgebühren bezahlen, muss laufen mitten in der Innenstadt. Ganz, ganz doof. Und weil die auch immer kommen, wenn ich grundsätzlich nicht zu Hause bin. Ja, und was soll ich euch sagen? Wie gesagt, das war dann meine nächste Beschwerde. Und schwuppdiwupp, 2 Tage später, Box ist da und in der Packstation von DHL. Goodiebox, es ist ein Mysterium. So, wir kommen zum letzten Produkt. Sauber gewischt habe ich es schon. Und zwar ist das eine Haarmaske. Ah ja, vegan, Vitamin E, Keratin und silikonfrei, 100 ml. Rescue Me. Ja, das Ding, das Teilchen wird mit Sicherheit, wahrscheinlich sogar, einfach mal in den Verlosungstopf wandern. Ich mache ja bald eine Verlosung, denn wir haben die 600 geknackt. Ich warte ja immer noch mal so ein paar Tage, weil manchmal klaut YouTube einem auf einmal wieder Abonnenten, dann sind sie wieder da. Es ist auch so ganz merkwürdig mit dem Ganzen. Aber wie gesagt, es gibt bald eine Verlosung und dieses Produkt wird dort mit hineinwandern für euch. Da fällt mir ein, ich hatte ja noch eine Abstimmung gemacht und ihr wollt euch lieber überraschen lassen. Ich hatte gefragt, wollt ihr eine Überraschungsbox bei der Verlosung oder wollt ihr wissen, was euch erwartet? Und ihr wollt euch überraschen lassen. Von daher wisst ihr jetzt aber ein Produkt. Ist jetzt vielleicht nicht so schlimm, oder? Ja, das Ganze, oh ja, das soll das, ich lese mal mein Zettelchen hier ab, ne? Das Haar weich machen und Feuchtigkeit geben. Also von daher ist es doppelt und dreifach nichts für meine Haare. Ja, also könnt ihr euch da dran erfreuen. Es ist auch sicherlich noch ein zugeschweißt. Jawohl. Ja, das war das letzte Produkt. Eine Haarmaske für euch. Eine Handcreme, die mir sehr, sehr gut gefällt. Ein Face Mist. Auch eine tolle Sache. Bin ich super. Jetzt schon mit zufrieden. Habe ich richtig Bock drauf. Auch das Haarspray. Der ganze Raum riecht danach. Macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich muss mal gucken, ob das nicht zu strähnig nachher wirkt. Ich werde das ausprobieren und testen. Ja, und leider der verunfallte Bronzer. Schade drum. Ich hoffe, ich bekomme Ersatz. Also, wie gesagt, mit den Produkten bin ich super zufrieden, total happy. Meine letzte Goodiebox. Ich bin froh, dieses Exemplar doch noch bekommen zu haben. Und wie gesagt, ich hoffe einfach, dass ich den Bronzer ersetzt bekomme. Ja, ihr Lieben, ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr zu diesem Ganzen so sagt, was ihr davon haltet, dieses Goodiebox-Dilemma. Und wenn euch der Inhalt weiterhin interessiert, es gibt eine Menge YouTuberinnen, die euch zeigen, was in den nächsten Goodieboxen drin sein wird. Und genau, ich werde euch mal ganz neu bei mir so ein paar meiner Lieblingskanäle unten in der Videobeschreibung verlinken. Wenn ihr Bock habt, schaut doch da gerne mal vorbei. Die freuen sich auch, wenn ihr reinschaut, vielleicht mal einen Kommentar schreibt, einen Daumen da lasst. Und dann wisst ihr, was ich so auch mag an Kanälen. Ja, das war's für dieses Video. Macht euch einen schönen Tag. Hier ist Bombenwetter und ich freue mich einfach, wenn ihr wieder einschaltet.